So, und damit herzlich willkommen zu einem Gamescom-Spezial von den Zockinis. Wir waren auf der Gamescom und möchten euch natürlich daran teilhaben lassen. Neben mir sitzt Mr. Smooth, der mit mir auf der Gamescom war. Servusle. Grüß dich. Hallo. Jo, eigentlich wollte ja der gute Tizzy auch mit, der konnte aber leider nicht, musste kurzfristig absagen. Schade, schade, Schokolade und ganz liebe Grüße an dich, Tizzy. Ja, von mir auch. So, und wir haben uns natürlich für euch auf der Gamescom umgeguckt und alles so ein bisschen mitgefilmt. Du hast gefilmt, ich habe geguckt. Ja, du hast ja auch teilweise Fotos gemacht und so. Später kommen noch Fotos von uns, also von mir und von Mr. Smooth, die wir ein bisschen geschossen haben. Die wollten wir unbedingt mit ins Video packen, weil da sind echt schöne Bilder dabei. Mhm. Oh ja. Gab auch genug zu fotografieren. Oh ja, oh ja. Schönes Auto. Die Kiste hätte ich gerne in der Garage, aber... Ja, doch, würde ich jetzt auch nicht unbedingt Nein sagen. Und auf der Gamescom natürlich wieder an jeder Ecke wurde gezockt, überall gab es was zu sehen. Wir haben uns wirklich schwer getan, was filmen wir jetzt, was nehmen wir mit, was kommt ins Video, was nicht. Mhm. Es war sehr, sehr viel. Wobei ich dieses Jahr das Gefühl hatte, dass die Gamescom so ein bisschen in eine andere Richtung geht wie die letzten Jahre. Ja gut, ich war die letzten Jahre leider nicht, aber von dem, was ich so von den Videos gesehen habe, stimmt ja. Ah, hier kommen jetzt die ersten Bilder. Die Kostüme haben wir auch so gefeiert, Assassin's Creed. Und das war, glaube ich, eins meiner Lieblings-Cosplays. Roshi. Ich gucke zurzeit sogar wieder die alten Dragon Ball-Folgen. Ah, cool. Das eben war der faulste Son Goku, den ich je gesehen habe. So, natürlich Fire Emblem, was ich immer noch feier. Oh Mann, war der schlecht. Und das würde ich gerne mal let's playen, aber es ist halt alles auf Konsole und Konsole und aufnehmen, das ist nicht so meins, zumindest momentan noch nicht. Muss ich mal gucken, dass ich das mal mache. Ja, vor allem Fire Emblem war doch 3DS, da hast du doch eh ein bisschen... Teilweise, aber das Neue, was wir gerade gesehen haben, das kommt, glaube ich, für die Switch, für die Nintendo Switch. Die ich ja natürlich auch nicht besitze. No. Sorry, kurzer Einwurf, das habe ich gefeiert gerade. Ja, ich weiß. Mordor, ich liebe Mordor. Ich musste dich von dem Stand wegzerren. Ist doch gar nicht wahr. Und das neue Dragon Ball, hier, wie man sieht, das, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht tausendmal besser aus als die letzten Teile. Es ist wieder mehr in 2D, es hat wieder mehr Cartoon-Grafik. Ich will meinen Son Goku in Cartoon-Grafik, nicht anders. Ich muss auch immer wieder feststellen, dieses 3D-Bewegen in den Beat'em-Ups ist irgendwie nicht so ganz meins. Und hier haben wir die alten Klassiker. Oh ja. Auch etwas, was ich gefeiert habe, dieses Plakat war. Saber Rider, natürlich aus unserer Zeit. Ja. Das werden viele von euch gar nicht mehr kennen. Das war eine Serie, die war eigentlich, wenn man es mal ehrlich ist, die war so schlecht. Aber für die Zeit Bombe. Ich fand einfach mega geil. Ja, ich auch. Ich feiere das heute noch. Vor allem den Soundtrack. Der Soundtrack war richtig cool. War eine der ersten DVD-Boxen, die ich mir geholt habe. Und natürlich wieder unglaublich talentierte Zeichner da. Ihr wisst ja, mein Anime-Herz schlägt gen Himmel. Und auf der Gamescom meine Lieblingszeichnerin habe ich auch wieder getroffen, die Kishi. Und die wird vielleicht sogar für unseren Kanal, wenn sie Zeit hat, und ich habe sie ganz lieb darum gebeten, einmal ein Kanalbanner machen. Ich hoffe, sie macht es. Ich bitte dich, Kishi, wenn du das siehst, bitte. ja, würde ich mich sehr freuen. Der Typ war auch cool. Oh ja. Der war richtig cool drauf. Master und Chief. Unheimlich tolle Cosplays, also das Spinnenkostüm, was da Arbeit drin steckt. Generell, da waren viele dabei, wo ich mir gedacht habe, holla, die Waldfee. Wenn das auch privat gemacht ist, Jesus, Maria und Josef, möchte nicht wissen, wie viel Zeit da drin steckt.
dieses Jahr habe ich mir sogar eine Figur gekauft. Ich habe es jedes Jahr vorgehabt, aber ich habe immer gesagt, wohin stellen, sammeln tue ich auch nicht. Aber ich werde mir einen neuen Rechner bauen, zusammen mit Mr. Smooth. Der wird mir, hoffe ich, mal ein bisschen helfen. Ja, sicher das. Und in diesen Rechner möchte ich gerne, also das wird ein offener Rechner mit Plexiglas, da kann man reingucken. Schön mit Hardtube-Wasserkühlung und beleuchtet und allem Schnickschnack. Und da kommt diese Figur rein. Und die werde ich euch mal zeigen bei Gelegenheit. Wenn ihr das wollt, dann schicke ich euch einfach mal ein Bild auf den Kanal. Kann ich in irgendeinem Let's Play einblenden, falls euch das interessiert. Ja. Den Typen gerade eben, den habe ich aber auch gefeiert. Der, wo getanzt hat? Oh ja. Ja. Oh. Wie lange haben wir uns das Ganze angeschaut? 5 oder 10 Minuten? Ja, der war, also zwischen perfekt und gut war eigentlich, sonst war eigentlich nichts dabei. Nö, aber er hat alles getroffen. Er hat wirklich alles getroffen. Der Typ war echt cool. Life is Strange. Mhm. Auch ein sehr geiler Titel. Jo. So, und dann sehen wir jetzt gleich Final Fantasy. Mein Traum. Das erste Dissidia hast du gar nicht gespielt, ne? Nein. War auf dem Handheld, das war auf dem, ich glaube, auf dem DS. DS sage ich schon, auf dem PlayStation Portable. Mhm. Und kann ich die mal leihen? Müsste ich eigentlich da haben. Oh, wenn ja, wenn du es mal zocken willst. Ich muss sagen, das letzte, was ich wirklich aktiv gezockt hatte, war es 10er. Ja. Danach ist es irgendwie aufgrund von Zeitmangel untergegangen. Na, es ist halt kein richtiges Final Fantasy, sondern du kannst halt mit allen Final Fantasy Charakteren kloppen. Mhm. Macht aber ziemlich Bock. Kann man echt spielen. Dame, das Cosplay war einfach unglaublich. Überragend, aber das unpraktischste Kostüm, um auf der Messe rumzulaufen. Herren, sind mir die Augen übergegangen. Ja, also die haben da schon richtig was drauf. Ja. Das ist... Aber alle, die da stehen, konnten damit richtig gut umgehen. Und der Typ, das... Ja. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu filmen. Also das Video, das ihr jetzt seht, diesen Ausschnitt, ich habe da so geweint, wo ich das schneiden musste, weil es ging so lang. Ja. Ich hatte aber nicht so viel Platz auf dem Video, dass ich da alles reinmachen konnte, weil sonst würdet ihr den jetzt wahrscheinlich 10 Minuten lang sehen, den jungen Herren da. Die können das richtig gut. Also ja, gut, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, die haben auch zu einer Firma gehört, die solche Dinge entweder vertreiben oder die einfach auch so Videos machen, weil man hat es ja gerade im Vordergrund mit der Dame und dem Typen gesehen, der hat versucht, ihr ein bisschen eine Choreografie beizubringen, genau. Das haben wir leider nur am Rand mitbekommen. Da war die Show schon zu Ende. Da muss irgendwie World of Warships, da muss irgendwie eine Show gewesen sein. Und die soll richtig klasse gewesen sein, habe ich gehört. Und okay. wir haben sie leider verpasst. Ja. Ja gut, Wargaming hat bis jetzt auf die Gamescom-Events, wo sie waren, eigentlich immer gut rausgehauen. Das stimmt, ja. Sehe. Ach,
Geld müssten wir haben. Ich bin halt immer so ein Sammelfreak. Ich stelle halt sowas gerne in die Vitrine. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Habe ja bloß 98 Herr der Ringe Schachfiguren von dem her. Was? Nein. Habe ich nie gesehen. Muss man mal zeigen. Grinsekatze. Dieses Jahr habe ich mir gar kein T-Shirt mitgenommen. Aber auf sowas hätte ich schon echt mal Lust. Hier sehen wir Mass Effect als Monopoly oder da hinten auch Halo. Kommt jetzt ins Bild. Wäre schon auch mal geil. Hätte ich schon mal Bock drauf. Ich muss sagen, was ich ziemlich geil fand an dem Stand, war die Risiko-Edition von Game of Thrones. Stimmt. Die war echt klasse, aber preislich halt... Na gut, die Standard ging ja noch halbwegs, aber die Deluxe mit fast 80 oder 90 Euro. Das na, 70. 70. 79, oder? Waren es 79 oder 69? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für mich zu teuer. Ich habe so viel Geld auf der Gamescom gelassen, ihr glaubt nicht. Oh ja. Und hier sehen wir eins der Cosplays, wo ich wirklich da gestanden bin und gedacht habe, ja. Das Geilste war ja, wo wir zu dem Stand hingelaufen sind. Ich habe unten bloß die zwei Damen gesehen und den Roboter im Hintergrund. Habe gedacht, der wär einfach mechanisiert, dass da keiner drin steckt. Teilweise habe ich wirklich das Gefühl, es wird jedes Jahr mehr. Ja. Es wird immer enger in den Gängen, die Luft wird immer knapper. Und aber ich muss dazu sagen, alle cool drauf, alle freundlich. Es gab keine Rangeleien, es gab keinen Stress, überhaupt nichts. Wenn nicht mal einer angestoßen hat, hat es alles entschuldigt. Also man kann alles sagen, aber die Gamer-Community, wo auf die Gamescom geht, zumindest top. Ja. Total freundliche Leute, man konnte mit jedem quatschen. Und hier ein Bild, das ich sehr, sehr liebe. Das waren alles League of Legends Charakter. Und auch hier Sinon. SAO. Der junge Herr hier hat sich auch kurzzeitig gewehrt gegen ein Bild. So, und dann war es dieses Jahr ja das auch wieder mit der Gamescom und ich freue mich einfach auf nächstes Jahr. Definitiv. Bis dahin. Oh, tschüss.